Innovation ist die Grundlage seit jeher für Wohlstand. Man rechnet damit, dass in etwa die Hälfte der Wirtschaftsleistung durch innovative Produkte, durch innovative Dienstleistungen erwirtschaftet wird. So erstaunt es nicht, dass angesichts dieses großen Wertes von innovativen Produkten natürlich auch viel kopiert und gestohlen wird. Die Piraterie in Form von Plagiaten, aber auch von Software oder von Musikstücken hat über die letzten Jahre Blütezeiten erlebt. Und es erstaunt auf den ersten Blick auch nicht, dass die Urheber, also die Industrie, die Künstler möglicherweise auch versuchen, ihr geistiges Eigentum zu schützen. Dafür gibt es Patente. Interessant zu wissen vielleicht ist, dass allerdings die eigentliche Funktion eines Patentes nicht die Abgrenzung, die Abschottung dieses Wissens ist, sondern genau das Gegenteil. Es kommt aus dem alten Venedig, als der Stadtstaat Wissenschaftler eingeladen hat, Verteidigungssysteme zu präsentieren und diese Erfinder aber nicht bereit waren, ihre Erfindungen zu zeigen, weil sie Angst hatten, dass man es ihnen wegnehmen würde. Der Stadtstaat hat dann Verträge ausgestellt, die es ihnen zugesichert haben, dass obwohl sie ihr Wissen preisgeben, erklären, wie das funktioniert, letztendlich die Rechte daran haben und davon finanziell auch profitieren können. Und das ist genau auch die Grundlage für Patente. Sie schützen den Erfinder und ermöglichen es ihm, sein Wissen auch zu zeigen. Das Problem über die letzten Jahre war, dass Patente sehr flächendeckend und sehr starr ausgelegt wurden. In der biomedizinischen Forschung in den 90er Jahren wurden ganze Forschungsgebiete komplett mit Patenten zugedeckt, sodass es kleineren Unternehmen oder Universitäten gar nicht mehr möglich war, in einem Bereich zu forschen. Das hat man mittlerweile aufgelöst, um wieder hier mehr Flexibilität einzuführen. Das Gleiche gilt mit der Musikindustrie. Da ist die Industrie seit Jahren daran, mit rigorosen Maßnahmen Menschen zu verurteilen, zum Teil Privatpersonen, die Musikstücke heruntergeladen haben, mit drakonischen Geldstrafen zu versehen, um eben das zu verhindern. Das Problem oftmals ist, dass man auf der falschen Ebene steht oder die falschen Lösungsansätze sucht. Denn Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass gerade Leute, die viel Musik illegal downloaden, letztendlich diejenigen sind, die am meisten auch wieder kaufen. Also man bestraft letztendlich seine besten Kunden. Das Ziel langfristig wird es sein, glaube ich, flexible Schutzmechanismen zu definieren, die es eben beispielsweise erlauben, gewisse Inhalte preiszugeben und damit eben Innovation zu fördern. In der Musikindustrie beispielsweise geht es darum, aus Teilbereichen von Musikstücken, sogenannten Samples, neue Musikstücke zu generieren, also aus Bestehendem etwas Neues zu schaffen. Und das muss natürlich rechtlich auch erlaubt sein, weil damit davon letztendlich alle profitieren können. Das Gleiche gilt auch für die Industrie, auch da gilt es, Wissen zugänglich zu machen und trotzdem natürlich den Urheber zu schützen. Es gibt neue Formen von Lizenztypen, sogenannte Creative Commons, die einen Teil dieses Wissens zugänglich machen und trotzdem den Urheber entsprechend schützen. Man konnte so zeigen, dass beispielsweise Science-Fiction-Autoren wie Cory Doctorow, die ihr Buch über Creative Commons-Lizenzen im Internet veröffentlicht haben, einerseits so sehr viel mehr Leser gefunden haben, dann aber auch real viel mehr Bücher verkauft haben, weil die Basis der Leute, die das gekannt haben, größer ist. Und ich glaube, auf der Ebene müssen wir weiter vorandenken. Es kann nicht sein, dass eine offene Welt, die digital vernetzt ist, immer mehr Menschen von Wissen, von Zugang zu kulturellen Leistungen ausschließt. Und trotzdem natürlich braucht es Anreizsysteme, dass diejenigen, die Geld investieren, etwas Neues finden, davon auch profitieren können. Und solche teiloffenen Patentsysteme, Teillizenzen weisen, glaube ich, den Weg in die Zukunft.